Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer hat bei der 100. PGA Championship am Schluss stark seine aufsteigende Form der letzten zwei Tage nicht konservieren können. Auf den Par-70-Kurs in St. Louis, Missouri spielte der 33-Jährige aus Mettmann am Sonntag eine Runde auf Platzstandard. Mit 277 Schlägen insgesamt 3 unter Par konnte Kaymer, von Rang 36 auf die letzten 18 Löcher gestartet, sich nicht weiter verbessern. Der ehemalige Weltranglistenerste fand sich zunächst um Rang 40 im Klassement wieder, die Sieganwärter gingen da gerade erst auf ihre Runden. Als Führender des mit rund 11 Millionen US-Dollar, ca. 9,63 Millionen Euro, dotierten Major-Turniers ging US Open-Sieger Brooks Koepka USA mit insgesamt 12 Schlägen unter Par nach 3 Runden in den Entscheidungen stark.